Also, was war mit euch los? Wo wart ihr die ganzen Ferien? Wir waren hier. Die Nacht vorher. Das war unser Fehler. Und das, die macht dir Angst, okay? Was? Ach, jetzt spielen wir wieder die da. Okay. Ruf mal, Max! Hey. Komm her. Komm schon. Rein mit dir. Verdammt, mach schon. Verdammte Kids. Was ist mit Max? Sei still. Sei still! Das hier ist eine Vernehmung. Ich frag, du antwortest. Name. Wir machen links entgegenkommen oder rechts wütend. Und hoffen auf viel Spaß beim Putzen. Ich hoffe, du putzt und schnackt. Alles klar, schön. Wir haben so. Hofner ist nicht da, also darf ich entscheiden. Ich nehme. Laura Kearney. Mit wem bist du unterwegs? Und wie steht ihr zueinander? Max Brinley, er ist mein Freund. Wohin wolltet ihr gestern? Zum Hackett's Quarry Summer Camp. Das wissen Sie doch. Was ist mit Max passiert? Nein. Ich frag, du antwortest. So läuft das hier. Links wütend oder rechts entgegenkommend? Alles klar, schön. Wir sind uns einig. Schön. Was wollen Sie wissen? Gut. Warum wolltet ihr zu Hackett's Quarry? Max und ich sind dort Betreuer. Ach, Bullshit. Die Betreuer kommen erst heute. Wie gesagt, wir kamen eben zu früh an. Wir wollten einfach schon zum Camp. Warum nicht ins Motel, wie ich sagte? Ja, wir waren doch deutlich näher am Camp und pleite. Die Frage ist, will er uns helfen oder will er uns nicht helfen? Ach, und mein Monitor geht wieder. So halb, er geht wieder an, aus. Das heißt, er geht dann so ein paar Minuten. Scheißteil.
Okay, wir haben einmal links genervt und rechts schutzig. Sehr schön, das hätte ich auch genommen. Okay, Sheriff. Hackett. Was? Hackett wie Chris Hackett? Darum geht's jetzt nicht. Was zum Teufel ist hier los, Mann? Du hast keine Ahnung, was hier los ist. Nicht die geringste. Ihr steckt in erstklassiger kosmischer Wir bringen uns jetzt um Super-Premium-Scheiße, Lady. Der einzige Ausweg? Halt deinen Mund und tu, was ich dir sage. Verstehst du das? Ist das vielleicht der Sohn? Ist das vielleicht der ihr Sohn? Ja, oder der Bruder, das stimmt, ja. Ich dachte, der vielleicht der Sohn von der Tante da, die da so rumschwirrt hier. Okay, wir haben flehend und wütend. Ihr nehmt flehend. Okay. Schüchtern und mir endlich verraten, was los ist. Lebt Max denn noch? Ich verliere noch den Verstand! Was? Wir warten. Gehen wir. Hey, Sie, Arschloch! Sagen Sie uns endlich, was hier vor sich geht! Max! Haben Sie gehört? Wir haben einmal links besorgt und rechts abbeißend. Links, links. Sehr schön. Max, alles okay? Ja. Ich bin noch leicht benommen, aber sonst geht es mir gut, glaube ich. Laura? Ja? Warum bin ich nackt? Was? Erst werden wir angegriffen, dann wache ich in eine Gefängniszelle auf, du bist weg und dann tauchst du wieder auf und ich bin völlig nackt, überall ist Blut und anderes Zeug. Ich meine, was ist nur passiert? Links enttäuscht, rechts misstrauisch. So mag ich das, wenn ihr euch einig seid, dann muss ich mich hier nicht rumquälen und mich entscheiden. Das ist doch schön. Ich hatte gehofft, du wüsstest, was passiert ist. Ich erinnere mich nur an Fetzen, aber nichts davon ergibt Sinn. Ich auch. Ich fühle mich so benommen. Vielleicht haben die uns betäubt. Die Cops? Wie kommst du drauf? Für wen hält dieser Kerl sich? Für den Sheriff von North Kill, schätze ich. North Kill? Ja. Max! Was?
Hast du mal auf die Karte geschaut? Hackett's Quarry in North Kill, so heißt das. Ach. Es kommt noch besser. Der Name auf seiner Marke ist... Anziehen. Was ist denn das? Damit gewinne ich garantiert keinen Preis bei der Fashion Weeks. So viel ist sicher. Habe ich euch erlaubt zu reden? Wir haben sarkastisch und entgegenkommend. Okay, seid euch nicht einig. Ich denke mal, es ist vielleicht besser, den nicht noch sauer zu machen. Weil nicht, dass der uns irgendwie, weiß ich nicht, uns irgendwie in einen vollgeschissenen Emo hinstellt. Uncool. Schon gut, Sir, wir sind still. Ach ja? Max? Hey, wo ist meine echte Freundin? Shit. Na schön. Die Hände her. Na mach! Okay. Gehen wir. Ich gehe nirgendwo hin. Befragen Sie mich hier. Komm schon. Hey! Hey! Gehen wir. Hände weg, Mann! Na los! Komm! Besser. Hey, hör auf jetzt. Hey, lassen Sie ihn. Ja, lassen Sie mich, verdammt. Ihr seid beide still. Wichser. Ich sagte, sei still. Hey, hey, das dürfen Sie nicht tun. Sie tun ihm weh. Ich würde eigentlich das andere drücken, aber naja, egal. Okay. Okay. War dann zu spät. Denk, Laura, denk. Hier gibt es bestimmt irgendwas Nützliches. Also ist es anscheinend wirklich so, kurz bevor die infiziert werden, oder wenn die infiziert werden, kann man die nochmal die Spritze geben, dass das aufhält. So habe ich das jetzt so im Gefühl. Haben wir hier vielleicht irgendwo eine Karte? Karte? Weht der Wind in Northkill immer rauer, weint die Hexe im Wald vor Trauer. Allein stirbt die Beute der wölfischen Meute und der Sheriff liegt stets auf der Lauer. Vielleicht ist die verbrannt wurde. Also hier, siehst du mal, hier ist jemand verbrannt. Nicht, dass das von den Sheriff die Frau ist. Also die verbrannte Frau da. Und das Kind ist vielleicht mit verbrannt. Ist vielleicht möglich. Möchte ich mir bitte da... Ja, dann geh erst mal pinkeln. Was ist das? Keine Chance. Ich brauche so eine Art Hebel. Na, ich denke mal, dass das vielleicht ein Gegengift ist. Weil der Cop hat doch die das letzte Mal gespritzt. Wo der die aus dem Keller gezogen hat. Und die anderen, die haben doch, die Jäger, die haben doch auch von irgendwas geredet. Von irgendeiner Spritze oder irgendwas. Hatten die doch, glaube ich, auch. Gehen. Ja, das müsste reichen.
Achtung, Mann. Ich bin empfindlich. Kleiner Freak. Hey, sobald wir hier rauskommen, bist du dran, du Dreckskerl. Klar. Sobald ihr rauskommt. Furchtsam oder aggressiv? Oh, ihr kleinen Ängstlichen. Halt, halt. Wir beantworten alles. Sie können uns aber nicht ohne Erklärung einsperren und erwarten, dass wir bestens gelaunt sind, okay? Handeln wir das aus. Du kannst nicht mit mir verhandeln. Bitte. Bitte. Hey, Sie können uns nicht hier lassen. Hey! Komm zurück! Fuck! Verdammter Scheißwichser! Links ernst, rechts verspielt. Alles okay? Ist nur der Fuß. Halb so schlimm. Ich meinte das Verhör gerade. Oh. Ja. Niemand schafft Max. Versuchen viele, schafft niemand. Ich meine es ernst, Max. Er hat viele Fragen gestellt. Einige äußerst spezifische Fragen über uns und wohin wir wollten, wie ich mich heute Morgen gefühlt habe und ich weiß nicht. Meine Antworten haben ihm wohl nicht gefallen. Er fragte, wie du dich fühlst? Ja. Hat er dich nicht gefragt? Nein. Frech. Oh hey, hast du sein Namensschild gesehen? Heißt er etwa nicht Detective Pisswichser? Nein, Hackett. Sheriff Hackett. Vielleicht ein Verwandter von Chris Hackett? Oh mein Gott, nicht der Chris Hackett! Doch. Wer ist der Chris Hackett? Dieser Campleiter Mr. Hackett von Hackett's Quarry. Klingelt's da? Oh Mann. Letzte Nacht fühlt sich surreal an. Und was heißt das für uns, genau? Was sagt uns das? Meinst du, es ist so ein irrer Camp-Betreuer-Entführungsring? Das... Ich meine... Was? Also wird's wohl doch der Bruder sein. Weil für den Vater sind sie wohl ziemlich gleich alt, so. Vielleicht sind es der Bruder und Schwester. Das kann auch sein. Wir haben einmal misstrauisch und einmal nachsinnend. Okay. Okay, wir haben einmal das und das. Wir nehmen... Was nehmen wir denn? Ich möchte entscheiden. Ich nehme das. Na gut, Sheriff Hackett wirkt jetzt vielleicht nicht wie ein typischer Kidnapper, aber...
Wie ein Polizist benimmt er sich auch nicht. Was weißt du, wie Kidnapper wirken? Ich will uns einfach nur hier rausbringen. Und dafür muss ich kapieren, was hier eigentlich gespielt wird. Verdammt nochmal. Ich weiß nicht, was, wenn wir es nicht verstehen? Was? Wir müssen. Manchmal gibt es halt keinen Sinn. Was dann? Wir sitzen im Nirgendwo hinter Gittern, bis wir verrotten. Wir haben einmal ermutigend und frustriert. Hofner, zählt das links, was du jetzt gerade geschrieben hast, für das jetzt hier? Oder noch für das vorhergehende? Aber ist ja egal, wir haben ja sowieso, links hat sowieso gewonnen. So weit wird's nicht kommen, Max. Er kann uns nicht ewig festhalten. Er scheint das anders zu sehen. Du musst positiv denken, niemals aufgeben. Warum? Wir könnten realistisch sein. Nein, verdammt! Denk doch an den Rest des Sommers, Max. Und Uni. Ich meine, ich will Tierärztin werden, seit ich denken kann. Das lasse ich mir nicht von diesem verdammten Pisser nehmen. Wir sind bald draußen. Ich studiere Tiermedizin und du wirst dann, Was? Ich werde was? Ich weiß von dem Brief, Max. Worüber redest du? Das Absageschreiben der Uni. Es lag bei deinem Zeug. Was wolltest du an meiner Tasche? Warum hast du mir nichts gesagt? Ich hab mich geschämt. Aber dein Abschluss ist gut und dann erst dein Essay. Ja, anscheinend nicht gut genug. Fuck! Wir hatten doch Pläne. Was soll das? Ich weiß nicht. Was soll ich dazu sagen? Einfühlsam oder sarkastisch? Also ich hätte auch links genommen, aber rechts hat er gewonnen. Vielleicht sowas wie, sorry, dass ich dich angelogen und so getan habe, als würden wir zusammen auf die Uni gehen. Das wäre doch ganz gut. Es war so klar, dass du so reagierst. Ach, fick dich. Nein, du hast gelogen. Jetzt reiß dich zusammen und entschuldige dich, sonst wird das ein Höllenknast hier. Okay. Tut mir leid. Besser? Duni, danke für den Glück und hallo. Okay, lass uns einfach gucken, dass wir hier rauskommen. Toll, bin dabei. Wir müssen alles nochmal durchgehen von vorn. Seit wir losgefahren sind? Seit wir dem Cop begegnet sind. Also nach dem Unfall mit dem... was immer das auch war. Ja, genau. Ja, da wurde der Scheiß hier voll schräg. Der Typ reagierte super schräg, als wir von der Sache erzählten. Erinnerst du dich? Als hätte er es schon gewusst oder so. Ja. Ja, das war richtig komisch. Was, wenn er gar kein echter Cop ist? Er hat Dreck am Stecken, aber ich glaube, er ist echt ein Cop. Das ist eine Polizeiwache. Sicher, ja, aber sonst ist hier keiner in Sicht. Ja, das ist verdächtig. Und dann auch noch dieses Hackett-Hackett-Ding. Gehen wir davon aus, dass sie beide drinstecken. Okay. Also wir sollten Chris Hackett hier am Camp treffen. Aber da ist kein Mensch. Wir werden attackiert. Von einem Ding. Und dann taucht der Cop auf. Das ist alles verschwommen.
Ich weiß noch von der Treppe und dem Geruch von nassem Fell und einem Halsband mit dem Namen Ian drauf. Ian? Ian. Ich glaube nicht an eine Hundeattacke, was immer es war groß, groß wie ein Mensch. Ja, es hat dich wirklich ordentlich erwischt. Eigentlich müsstest du sehr viel schlimmer dran sein. Ich hab das Ding seine Zähne in dich reinrammen sehen. Was ich seltsam finde ist, Laura, ich hab nicht einen Kratzer. Was? Hey, okay, andere Frage. Erinnere dich mal. Vor diesem Chaos. Deinem Chaos. Schön, ja. Davor hab ich doch gesagt... Wow, sieh dir den Mond an. Riesig, so cool, richtig Vollmond mitten im Wald. Und du meintest dann so, ja, kein Scheiß, Max, das passiert einmal im Monat. Ja, und? Ja, also, weißt du, Vollmond? Ja. Was, wenn, Okay, nein, stopp. Ich meine ja nur, vielleicht war es ja sowas wie, also ein Werwolf? Drehst du jetzt vollständig am Rad? Werwölfe, echt jetzt? Komm mal klar. Was ist so lustig? Ich habe wirklich exakt dasselbe gesagt. Okay, und wird es auch noch besser? Zombies, Aliens, Dimensions-Draculas? Wir haben aggressiv und ruhig. Wir nehmen ruhig. Ryan, ja? Ja? Du willst Fakten? Ich hab Fakten. Unterbrich mich nochmal und ich bin weg. Wie du meinst. Wäre das denn wirklich so verrückt nach all dem Scheiß, den wir durchhaben mit Nick? Mit dem Ding auf dem Dach? Also, das würde doch einiges erklären. Dylan... Ich versuche nur offen zu bleiben, okay? Was ist mit deinen Geisterstories? Ist doch fast wie in deinen Geisterstories. Das sind nur Gruselstories. Es muss eine rationale Erklärung geben. Für alles hier. Für das alles. Okay, du warst aber nicht so rational, als du meine Hand von meinem Körper abgetrennt hast. Du wolltest das. Wirst du gebissen, bleibt nicht viel Zeit. Trenn schnell das Glied von deinem Leib. Was? Es war das Richtige. Ah, sie kennt sogar ein Gedicht darüber. Hier geht's um viel mehr, als ihr denkt. Lasst mich erzählen. Dann könnt ihr selbst entscheiden, ob ihr mir glaubt oder nicht. Mir egal. Aber ihr sollt alles wissen.